Hallo, hier ist wieder Milzbrand XY. Heute ist der 14.01. Es gibt keine Winterbonus mehr. Die Feiertag-Ops sind vorbei. Das ist jetzt egal. Ich will euch heute meine drei deutschen Lieblingsartis vorstellen. Ich bin gerade dabei, bei der französischen mitzumachen, aber das so nebenbei. Aber zuerst fangen wir hier mit GW Panda an. Ausgestattet habe ich den mit dem Tarnnetz. Mit Ansätzen zum schnellen Nachladen und einem Waffenrichtantrieb wegen Zielauffassung. Die Leute, die habe ich alle auf den Großartis mitgezogen. Deswegen, ja, die sind nur alle beim ersten Pirog, außer der. Da fangen wir mal an. Lampe hat er noch nie drin, aber meistens, wenn man eh mit der AD offen ist, ist es immer vorbei. Mit GW Panther habe ich gerne gespielt. Wir haben zwei Artis auf der Gegenseite. Ich will heute mal was Neues probieren. Ich möchte gerne hier hochfahren. Mal sehen, ob ich da oben was treffe. Ich habe zwar einen relativ langen Weg. Aber naja, wir werden sehen. Die andere AD wird sich bestimmt hier hinten verstecken. Meistens ist es besser, wenn die AD so Kreuzfeuer einnehmen können beim Gegner. Sich so ein bisschen verteilen. Wenn er jetzt darüber auffahren möchte, ist blöd. Blöd. Ich bin zwar mit der AD nicht unbedingt der schnellste. Die M12 bleibt da relativ in der Mitte stehen, das kann sie auch machen. Die meisten verstecken sich ja hier oder hier drüben oder vielleicht mal hier. Ich will heute mal hier oben probieren. Zwar ist es blöd, wenn die hier runterkommen, was so gerne aussieht, was heute auch passieren wird. Weil hier ist kaum jemand. Unsere Sniper stehen da oben auf der Bahn schon rum. Das war auch nicht das Allerbeste, aber am Anfang ist es okay. Für die ersten 2 Minuten kannst du das gerne machen, also 3 Minuten, und dann sollte man doch lieber wegfahren. Habe ich schon gemerkt. Ich brauche leider hier hoch ein bisschen länger. Und ich probiere so weit wie möglich da hinten lang zu fahren. Ich bleibe erstmal hier stehen. Helfe hier rüber. Nicht, dass es dann. Nee, dass ich auch noch aufgehe. Ah, gut, der ist weg. Da setzt man einen hier hin. Vielleicht. Nee. Ich dachte, ich hätte Glück und treffe den nebenbei noch. Aber das war eh nur so ein Schuss ins Blaue. So, ich setze mich gerne so auf so eine Linie zwischen 9 und 0, weil wenn sie sehen, wo es herkommt und die anderen pingen dahin, wo ich sein könnte, haben die immer noch eine Auswahl zwischen 0 und 9. Gehen wir mal hier runter. Ah, da ist schon so ein Patient. Der war doch schön. Aber von uns ist auch einer gerade rausgegangen. Das ist schade. Aber er hat auf mich geguckt. Was ist das? Das war blöd gezielt von mir. Also, unglücklich gezielt. Ich gehe mal hier rüber, nicht, dass er anfängt, mich anzupingen.
erzählen, was man hier machen kann. Darüber komme ich nicht. Ah, oh, der ist gut. Ah, er ist raus. Oh, der ist getroffen. Die Erde ist nicht explodiert. Also, der Boden ist dann nicht explodiert. So, jetzt kann man mal hier drüben mitmachen. Der rückt jetzt schon schön in die Seite. Ah. Wir gehen mal in die Ansicht. Ja, ist hier irgendwas umgefallen? Da ist was. Oh, hier ist was. Da habe ich gerade was gesehen. Die stehen alle hier. Hätte ich hergehen sollen. Schießen sie nochmal. Ich glaube, die sind weggefahren. Da stand da. Unser. Okay. Ich muss jetzt hier drüben noch mit aufpassen. Hier drüben. Und hier in der Mitte muss ich aufpassen. Da haben wir nicht viel. Also wieder. Und ich muss getroffen? Nee. Die Sekunde zurück. Komm. Ja, der fährt vor. Finde ich unfair von denen. Oh. Gucken. Noch nicht so aus. Hier macht auch keiner auf. Ah, den holen wir uns jetzt. Schade. Da bleiben wir hier mal eingezielt. Oh, da ist noch einer. Ja. Der Baum ist gefallen. Aber gut, für den M12. Schade. Oh, die Brigette fährt mal vor. Okay. Wie sieht der aus? Das sieht nicht gut aus. Wir müssen unbedingt hier bleiben. Ein bisschen Angst machen. Ich habe jetzt so viel von hier oben beschossen, dass die AD suchen könnte, wo wir sind. Sehr stark ist gerade. Machen wir mal da drüben mithelfen, sonst wird doch nichts mit uns.
Ja, wir haben gelernt, der wird nicht weit wegfahren. Immer schön einzielen. Jetzt kommt meine Kugel an und Treffer. Das war doch schön. So, wieder hier rüber einzielen. Nach dem Schuss muss ich wieder wegfahren. Mit der Arti immer ein bisschen mobil sein, egal ob sie mobil ist oder nicht. Nicht auch mal nie rein. Ab der M12 könnt ihr den reinkriegen. Ah, nee, richtig viel. Ich tue mich jetzt ein bisschen verziehen. Zu viel von der Seite geschossen. Sieht nicht gut aus, aber auch nicht schlecht. Wie man es nimmt, ne? Ah, oh, das ist auch schwer. Da muss ich schnell weg sein. Der war knapp, aber der M12 hat besser getroffen. Wir haben alle Bäder getroffen. Aber ich habe von hier hinten was kommen sehen. Ich mache noch einen Schuss, danach haue ich wieder ab. Ein bisschen wechseln. Na? Wo sind sie? Gehen wir hier rüber, drücken gerade. Wir haben nur 3 Minuten. Aber wenn dann nicht anhält, kann ich nicht drauf schießen. Leider daneben. Ich weiß nicht, warum die sich immer so manchmal im Chat so anmeckern. Hey, hier müssen noch einer stehen oder zwei. Keiner mehr? Okay, da gehen wir hier rüber. Ja, der Progetto hier kennt ihr ein bisschen vorfahren jetzt. Aber irgendwie hat er Schiss. Ne, ist auch kein Progetto, das. Doch. Ist ein Progetto. Steht er da. Okay, was macht der jetzt? Ah, da zieht es zurück. Okay, der ist tot, na toll.
Was macht denn der Progetto? Natürlich habe ich daneben gesammelt, ich habe zu schnell geschossen. Oh Mann. Was macht denn der Progetto? Hallo? Nein, jetzt habe ich schon gedrückt. Da ist er tot. So, was macht der Depp die ganze Zeit? So hätte Italien nie was gewonnen mit so einem Namen. Schaffen die noch nie mit der Frau, wenn ich den Cap. Hallo? Na, dann lass mal diesen noch. Jetzt haben wir unentschieden. Der hätte noch einen Cap fahren brauchen. Naja. Okay. Wo ist denn der komische Romano? Das. Naja. 11.000 plus immerhin. So. Jetzt kommt mein GW Tiger. Der 9er. Ausgestattet ist. Mit Waffenrichtantrieb, Ansetzer, Tarnnetz und ja, eigentlich die Besatzung ist eigentlich Lobob. Ab ins Gefecht. Bin ich mal gespannt. Ja, für Artis ist es ganz lustig hier. Drei Artis. Ich probiere mich ein bisschen. Entweder Mitte, oben oder unten hinzusetzen. Ich will erstmal gucken, wo die anderen hinfahren. Aber ich fahre erstmal hier runter zu. Hierher. In die Richtung. Außer es fahren jetzt alle hier runter von den Artis. Dann nicht. Die Gegner-Arti wird entweder hier oben sitzen. Hier, hier oder hier. Mit die Artis. Es wird bleib stehen. Die fährt ganz runter. Egal. Soll jeder da hinfahren, wo er am schönsten schießen kann von sich aus. Aber besser wäre es, wenn wir uns ein bisschen verteilen. Ich will nicht reinfahren. Ja, vielleicht nehmen wir den hier. Ganz sehr daneben geschossen. Die Nachladezeit ist halt auch noch nicht so ganz so gut. Die Mannschaft ist ja noch Lobab. Was mich hier Angst macht, ist das hier vorne. Wir haben hier oben kein Feedback. Eine von den Routen, wo du sagen kannst,
Dich möchte ich nicht mehr. Das werden wir, denke ich, mal verlieren. Weil ich das denke. Was? Probieren so viel wie möglich Schaden zu machen. Kommt er noch vor oder nie? Ja, den haben wir rausgenommen. Oh, jetzt fährt einer vor. Mal gucken, ob wir den mit uns schützen können. Hatties wurden noch nie angezeigt. Haben wir schon mal getroffen. Jetzt gucken wir mal, ob wir gegnerische Artis sehen. E10 kommt da hinten. Ne, E10. E100 meine ich. Sorry. Den kann man immer helfen. Unseren Leuten hier vorne. Die sind ein bisschen spät vor. Obwohl, naja, spät nie. Direkt. Ja, wir haben nicht mehr hinlangen können. Sorry, Leute. Der war schön, muss ich sagen. Mal gucken, wie wir hier schießen können. Bisher ja. Wenn er hochkommen würde. Aber ich denke mal, der wird hinten bleiben. Ah, schade. Der hätte treffen können. Hätte. Er hat ihn rausgenommen. Das schmeckt ganz gut. Jetzt kann man, jetzt habe ich schon verschossen. Na, komm vor, komm zu Daddy. Aber ich habe leider noch bis 22 Sekunden zum Nachladen. Nein, jetzt fährt er wieder runter. Greife ich nicht. Ja, 13. Ich glaube, bis dahin war er tot sein. Aber wir gewinnen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Schon 3-4 Mal von hier geschossen. Ich gehe mal hier hoch. Ist zwar nicht weit, aber die müssen erstmal suchen. Okay, die eine Art steht hier und die andere auch. Oder? Ja. Nein, jetzt habe ich schon geschossen, Jungs. Okay. Ich habe was 64 Punkte gemacht, ey. Schaden, das ist nicht schön. Hier kommen wir leider nicht hin. So. Ich denke mal, die andere Ali hat sich hier oben drinnen versteckt mit. Aber jetzt sind wir unten im Wasser wieder offen. Können wir hier überhaupt? Wollen wir ihn hier reinblechen? Ah, ist ungern. Ach, wir machen es einfach. Bäh. Hat überhaupt nicht getroffen, wo ich hin wollte.
Das habe ich schon fast geahnt, dass sie jetzt hier unten durchkommen. Komme nie hin. Ihr wollt erst hinkommen. Schade, zu spät. Ich komme da nicht hin. Ja, auch nicht richtig. Wo steht die andere Adi? Nichts umgefahren. Noch nie viele Punkte gemacht. Wo ist das Skoda? Ah, da ist noch was. Ja, der war gut, das. Ah, Mann! Das ist das, worum sie uns offen gelassen haben, aber näher. Mit 64 Punkten. Nach Hause gehen ist peinlich. Hätten die hier unten besser aufgepasst? Hier hätten wir jetzt mehr Chancen. Man braucht nur hier unten präsent sein eigentlich. Aber vielleicht schaffen sie das. Ach so. Die Adi tut mir leid. Ah, da ist die Adi. Das war schlecht gezielt. Okay. Das Gotha hat halt Magazin. Besser wäre es, wenn sie jetzt einen Kipp fahren würden. Also erinnere mindestens. Ich würde, wenn ich Skoda wäre, würde ich jetzt hier hinten wieder zurückfahren. Standard B fährt vor. Oh, da ist er. Siehst du, sag ich doch. Ich hab doch geahnt, wo der ist. Gut, ich hätte gedacht, er fährt komplett nach hinten.
Gut, jetzt ist wenigstens einer drinne. Aber es sei denn, dass die Stelle wird zurückfahren. Ein Objekt beschützen. Ein Objekt hat auch noch nicht mehr so viel. Oh! Okay. Haben wir mal gewonnen. Mit 64 Punkten Schaden gemacht. Ist das peinlich. Naja, immerhin eine Ami-Blaupause bekommen. Ein bisschen Hundefutter. Und ab geht's zum meiner nächsten Arti. Na, erstmal Auswertung. Oh, da ist schon Schaden gemacht. Naja, so, das ist meine Lieblingsarti zurzeit. Ausgestattet ist dasselbe mit Tarnnetz, Richtantrieb und Ansetzer. Und die Mannschaft ist ja auf dem 4. oder 5. Bürg. Habe ich das vergessen zu zeigen. Machen wir dann kurz, wenn ich dran denke. So. Ja, das ist nicht die schönste Karte für eine Arti. Zwei Artis, eine auf jeder Seite. Ich werde mich hier oben mit hineinbegeben. So, auf A1 werde ich da hinfahren. A2. Ja. Mal schauen, wie das Wetter da oben ist. Gibt es eigentlich nur zwei Stellen hier auf der Karte, drei Stellen. Entweder hier oben, hier drüben, oder man bleibt im Feld hier stehen. Aber das ist auch nicht ganz das Wahre. So. Ganz getroffen, aber weiter vor hätte ich machen können. Ja, was ist hier schon wieder los? Okay, da könnte man sogar reinschießen. Hätten. Prima, haben wir verloren. Tja, das war doch mal ein Schuss, oder? Aber hier müssen wir... haben wir verpasst. Nach dem Schuss muss ich erstmal weg. Wir müssen hier her schießen. Wir bleiben hier. Bringt eh nichts. Wir haben verloren.
Die rechte Seite haben wir komplett verloren. Da kann man nicht hin. Ja, den. Vielleicht kann man den nochmal innen mitgeben. Nee! Technischer Adi müsste jetzt eigentlich wissen, wo ich stehe. Weil hier stehe ich nie, hier stehe ich nie und hier kann ich auch nicht stehen, weil hier schon alles offen ist. Nein, 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 nein! So ein Scheiß! Es war eine kurze Runde. Werde gleich offen sein. Rein. Nein. Okay. Naja, dadurch, dass die Gegner hier hinten total aufgeräumt haben, haben wir verloren. Einmal gewonnen, zweimal verloren. Sehr schön. Da kann ich jetzt auch nicht mal viel ausrichten. Obwohl er kann ja nur alle umzingeln. Nein, das macht er nicht. 825 Schaden. Nicht das Beste. Das ist halt der typische Aldi-Tag. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. 825 Minus gemacht. Naja, gut. Also meine Crew. Wir haben 1, 2, 3, 4, 3 Bürgsamse, auf dem vierten sind sie noch am Arbeiten. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Mülzi.